Herzlich willkommen am neuen Schloss Meersburg. Das neue Schloss Meersburg war von 1762 bis 1803 die offizielle Residenz der Fürstbischöfe von Konstanz. Hier residierte, hier lebte der Fürstbischof, hier empfing er seine Besucher. Aber zum einen war das neue Schloss nicht die Residenz, sondern nur der zentrale Teil. Die Gesamtanlage umfasst mehrere große Gebäude entlang der Uferlinie. Das alte Schloss, das neue Palais, der Marstall und das Priesterseminar. Zusammengebunden durch eine kleine Gartenanlage und durch ein Lusthaus, das wir heute als Teehaus bezeichnen. Warum residiert der Fürstbischof von Konstanz nicht in seiner Bischofsstadt auf der anderen Seite des Bodensees, sondern hier in Meersburg? Das ist eine lange Geschichte. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die damalige Reichsstadt Konstanz evangelisch. Das zwang den Fürstbischof, mit seiner gesamten Verwaltung und seinem Hofstaat auf diese Uferseite zu kommen. Dort residierten, regierten und verwalteten sie ihr Land und das Bistum bis um 1700. Dann versuchte der damalige Fürstbischof Schenk von Stauffenberg, wieder mit einem Residenzneubau nach Konstanz, das inzwischen vorderösterreichisch geworden war, zurückzugehen. Das gelang nicht und als Folge ließ er, um den notwendigen Raumbedarf darstellen zu können, das neue Schloss erbauen, aber nicht als Residenzgebäude, sondern um seine Verwaltungsbeamten unterzubringen. Es hatte auch eine deutlich andere Gestalt als heute. Das prunkvolle Treppenhaus, der Vorbau im Hintergrund, den gab es noch gar nicht. Der kam erst in der zweiten Bauphase hinzu, als der berühmte Architekt Balthasar Neumann für den neu gewählten Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn das Gebäude grundlegend umplante. Wie jeder Fürst des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation wollte auch der Fürstbischof von Konstanz vor seiner Residenz einen angemessenen Vorplatz, um Gäste empfangen zu können und zu repräsentieren. Auf dem stehen wir heute. Aber dieser Schlossplatz war ja nicht immer so. Wie hat er sich denn entwickelt im Laufe der Jahrhunderte? Bis 1760 war es ein Platz, wo hier noch genau auf unserer Linie, wo wir jetzt hier stehen, noch Häuser waren. Diese wurden abgerissen. Und dann ist diese Fläche entstanden, wie wir sie jetzt haben. Heute haben wir zum einen noch das Rote Palais, das Rote Haus und die Hauptwache. Meersburg ist sehr touristisch geprägt. Das heißt, wir haben im Winter eine sehr ruhige Landschaft, auch einen ruhigen Platz. In den Sommermonaten tummeln sich hier die Menschen, trinken Kaffee, sie gehen auf die Schlossterrasse, schauen auf den See, ein reges Treiben. Balthasar Neumann und sein Auftraggeber Damian Hugo von Schönborn prägten die Kubatur des heute noch erlebbaren neuen Schlosses. Aber sie sind nicht diejenigen, die für den heutigen Zustand verantwortlich sind. Der Fürstbischof starb bereits 3 Jahre später. Die ganzen Planungen blieben Stückwerk. Und als 20 Jahre später der Fürstbischof von Roth wieder anfing, das Begonnene zu vollenden, musste sein Baumeister Bagnato erst einmal das gesamte Treppenhaus wieder einreißen, denn es war zu schlecht fundamentiert. Er baute es von Neuem in die Höhe, nach den Plänen von Neumann, aber auf eine feine Art modifiziert. Unter anderem brachte er noch den Balkon an, den wir hinter uns sehen, natürlich das Wappen des Auftraggebers Franz Konrad von Roth und die Turmuhr sowie die geschweiften Giebel, die das gesamte Gebäude heute akzentuieren. Und erst jetzt, unter Fürstbischof Franz Konrad, wurde das Schloss als fürstlicher Wohnsitz ausgebaut und eingerichtet. Baden-Württemberg hat viele schöne Schlösser. Jedes einzigartig, jedes einen Besuch wert. Aber kein Schloss in Baden-Württemberg hat eine solche Naturkulisse zu bieten wie das neue Schloss in Meersburg. Frau Fischer, was sehen wir hier denn alles? Wir sehen, wenn wir gerade ausschauen, sehen wir den Bodanrück. Links davon sieht man die Einkerbung in den Untersee. Rechts drüben sehen wir die Stadt Konstanz. Da kommt auch gerade eine Fähre. Es gibt einen Fährverkehr zwischen Konstanz und Meersburg.
Die Fürstbischöfe selber hatten damals auch schon einen Schiffsverkehr mit sogenannten Schnellbooten, den Jaks. Rechts davon sehen wir die Insel Mainau. Und was sehen wir Richtung Süden? Richtung Süden, großes Panorama, die Schweiz natürlich. Im Hintergrund leider heute ein bisschen diesig die Schweizer Berge. Wenn wir ganz nach links rüber gehen, die Kurve sozusagen weiterführen, landen wir in Bregenz in Österreich. Für den Fürstbischof war der Blick auf die andere Seeseite zunächst nach Konstanz den Blick in seine Bischofsstadt. Dort war nach wie vor die bischöfliche Hauptkirche und das Domkapitel untergebracht. Und natürlich die republikanischen Schweiz, in der er noch einige Besitzungen besaß. Dort war er aber nicht Landesherr, sondern nur Grundherr. Nördlich davon der Partner und Konkurrent, die reiche Abtei Salem und auch die mächtige und wirtschaftskräftige Reichsstadt Überlingen. So groß das Bistum war, es war das größte im Deutschen Reich, so klein und bescheiden war das Hofstift, aus dem der Fürstbischof seine Einnahmen erzielen musste. Der Fürstbischof von Konstanz konnte aus den Einnahmen seines Hochstifts nie leben. Er brauchte immer andere Ämter, er brauchte anderen Besitz und zusätzliches Vermögen, um hier standesgemäß repräsentieren zu können und seine Lande gut zu verwalten. Als Schenk von Stauffenberg sich entschloss, sein neues Verwaltungsgebäude, aus dem dann das neue Schloss entstand, bauen zu lassen, nahm er diesen Garten als vorhandene Fläche, besetzte ihn zum Teil mit dem Gebäude, aber ließ sich von seinem Architekten Gessinger dann auch einen neuen, kleinen, barocken Schlossgarten anlegen. Und Frau Fischer, das war ja eine richtige Unternehmung, bevor dieser Garten durchgeplant war um 1712. Ja, das war nicht ganz einfach, weil im Bodenseeraum gab es damals so gut wie keine barocke Gartenanlage. Also Gessinger wusste gar nicht so richtig, was muss er bauen. Sowieso haben wir eine sehr schwierige Situation, da wir eine Hanglage haben. Also wurde er nach Wien geschickt, um sich dort die Anlagen anzuschauen und sich Lösungsvorschläge für das neue Schloss Meersburg oder für das Areal hier zu suchen. Und zu welcher Lösung ist er dann gekommen? Es ist auf folgende Lösung gekommen. Zum einen, dass er diese Treppenanlage gebaut hat, auf der wir gerade nach oben gekommen sind. Eben oben der Bereich der Nutzgarten und der untere Teil, dieses kleine Plateau, hat er bestückt mit einem Gartenpavillon, dem sogenannten Teehäuschen, mit einer Orangerie. Die Orangerie ist leider nicht mehr vorhanden. Wir wissen, die wurde abgebaut. Sie diente zum Zweck der Unterbringung der exotischen Pflanzen, also Granatäpfel, Oliven, was man halt damals so exotisches Gewächs bei sich hatte. Hier im Audienzzimmer präsentierte sich der Fürstbischof als weltlicher Herr. So klein das Hochstift war, so wenig Einnahmen es erbrachte, der Fürstbischof war als Reichsfürst der erste Herr im deutschen Südwesten, gemeinsam mit dem Herzog von Württemberg. Denn die beiden waren die Direktoren des Schwäbischen Kreises, des aktivsten Reichskreises. 153 geistliche und weltliche Herrscher gab es zu koordinieren. Das war die Aufgabe des Kreises. Und das große Vorderösterreich gehörte noch gar nicht einmal dazu. Wenn der Fürstbischof als Reichsfürst auftrat, musste er sich mit allem Dekor umgeben, was von einem regierenden Fürsten erwartet wurde. Im Audienzzimmer waren das ganz wesentlich immer die wertvollen Tapisserien. Tapisserien waren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eigentlich bereits unmodern.
Und dennoch haben sie sich in den meisten Audienzzimmern unübersehbar gehalten. Es war einfach die traditionelle Würdeformel, die im wichtigsten Raum eines Schlosses für den Herrscher sprechen musste. Aber hier in Meersburg sind ja nicht irgendwelche Tapisserien an die Wand, sondern um uns herum finden wir die Reproduktion der sogenannten Chasse Maximilien. Das hat ja in der Bildsprache eine ganz besondere Bedeutung. Warum hängen gerade diese Tapisserien hier? Weil auf denen hauptsächlich Jagdszenen abgebildet sind. Die Jagd war zur damaligen Zeit nur dem Hochadel vorbehalten. Und dieses Machtsymbol musste der Fürst immer wieder demonstrieren. Und diese Tapisserien erzählen jede für sich eine eigene Geschichte. Als 1740 Damian Hugo von Schönborn zum Fürstbischof gewählt wurde, war hier der Pferdestall mit einer Decke und darüber war die Sattelkammer. Damian Hugo ließ von seinem Baumeister Balthasar Neumann hier die neue Schlosskapelle einrichten. Die Decke wurde entfernt und es entstand dieser wunderbare sakrale Raum, der ganz wesentlich geprägt ist von den Fresken. Allen Stuck, den wir hier sehen, mit Ausnahme von der Orgel, stammen von Josef Anton Feuchtmeier und haben sich auf das Beste erhalten.